Nachts in einem dunklen Wald bemerkte ich, es war nicht überall kalt. Eine Lichterquelle erhellte in der Ferne, ein Lagerfeuer unter dem Himmel voll Sterne. Darum sitzend ein paar Geschöpfe in Schwarz, ganz gleich, verdeckt, mysteriös und menschengleich. Das Lagerfeuer spendete das einzige Licht. Obwohl ich mich anstrengte, mehr sah ich nicht. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Freien brennt und spannende Momente schenkt. Einmal mit Freunden und Bekannten darum gesessen, könnte man die Zeit nahezu vergessen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Fernen brennt und ein Gefühl tiefer Wärme schenkt. Ein Fremder, der das neugierig erkennt, wird unter Geschichten vielleicht bald zum Freund gelenkt. Nach einiger Zeit traute ich mich näher heran an das Feuer, das dort lebhaft hat gebrannt. Ein paar Wesen tanzten, andere saßen nur da. Was dort genau passiert, war mir noch immer nicht klar. Natürlich wollte ich noch mehr sehen. Ich musste meine Angst besiegen, da half kein Flehen. Zum Glück wurde ich von diesen Gestalten noch nicht entdeckt. Ich fühlte mich immer sicherer in meinem gesuchten Versteck. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Freien brennt und spannende Momente schenkt. Einmal mit Freunden und Bekannten darum gesessen, könnte man die Zeit nahezu vergessen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Fernen brennt und ein Gefühl tiefer Wärme schenkt. Ein Fremder, der das neugierig erkennt, wird unter Geschichten vielleicht bald zum Freund genannt. Was ich sah, erinnert an ein Ritual, aber es könnte auch eine Feier gewesen sein zu einem Jubilar. In die Spannung dieser Entdeckung steigerte ich mich stärker hinein. Ich war kaum noch zu bremsen und wollte in meiner Erkundung sicher sein. Plötzlich stand eines dieser Wesen hinter mir. Man hatte mich wohl entdeckt und folgte mir. Was nun folgte, das hätte ich nie gedacht. Doch ich konnte nicht weg, ich war gepackt. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Freien brennt und spannende Momente schenkt. Einmal mit Freunden und Bekannten darum gesessen, könnte man die Zeit nahezu vergessen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Fernen brennt und ein Gefühl tiefer Wärme schenkt. Ein Fremder, der das neugierig erkennt, wird unter Geschichten vielleicht bald zum Freund gelenkt. Schnell lud man mich zum Feste am Feuer ein. Um mehr zu erfahren, ließ ich mich auf das Ganze ein. Ich nahm Platz zwischen ein paar anderen Leuten. Sie erzählten mir Geschichten von ihren Abenteuern. Die Feier dauerte noch Stunden und schlimm war das nicht. Ich erfuhr eine Menge und glaubte manches fast nicht. Was man mir erzählte, sprengte manchmal jeden Rahmen. Doch ich erinnere mich gern daran und danke für dieses Erbarmen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Freien brennt und spannende Momente schenkt. Einmal mit Freunden und Bekannten darum gesessen, könnte man die Zeit nahezu vergessen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Fernen brennt und ein Gefühl tiefer Wärme schenkt. Ein Fremder, der das neugierig erkennt, wird unter Geschichten vielleicht bald zum Freund gelenkt. Fremden Menschen kann man manches Mal doch vertrauen. Gelegentlich hilft, ihnen fest in die Augen zu schauen. Die Augen sollen niemals lügen, und so hütet man sich vor manchen Betrügen. Geschichten voll Kummer und Schmerz, doch auch Freude und Glück gibt es auf der Welt viele zu hören, und gelegentlich wird man davon selbst ein Stück. Jedem kann man letzten Endes nur alles Gute wünschen.
Vielleicht schreitet man fortan gemeinsam voran, im guten Glauben dann. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Freien brennt und spannende Momente schenkt. Einmal mit Freunden und Bekannten darum gesessen, könnte man die Zeit nahezu vergessen. Es ist ein Lagerfeuer, das da im Fernen brennt und ein Gefühl tiefer Wärme schenkt. Ein Fremder, der das neugierig erkennt, wird unter Geschichten vielleicht bald zum Freund gelernt.